Du bist so heiß wie ein Vulkan. Im letzten Video haben wir euch mitgenommen in Euböas Süden. Dieses Mal zeigen wir euch den wunderschönen Norden der Insel. So, wir sind jetzt wirklich an einem anderen schönen Strand angekommen hier. Das ist total der Wahnsinn. Und da drüben ist so eine ganz kleine Grotte. Die Mädels sind schon da. Ich versuche mal hier durchs Wasser zu gehen. Mal gucken, ob das klappt. Griechenland hat noch einen raus. Das ist echt so krass. Es ist ein neuer Tag. Wir sind auf dem Weg in den Norden von Evia. Wir freuen uns schon sehr drauf und haben dort zwei Hauptziele. Das eine sind Wasserfälle. Davon gibt es ja auf Euböa richtig viele. Ein bestimmter Wasserfall soll besonders sehenswert sein und die wollen wir uns angucken. Ganz in der Nähe davon gibt es auch ein Kloster. Mal sehen, ob wir das schaffen. Und wo wir uns ganz besonders drauf freuen, das sind Thermalquellen. Die sind auch im Norden der Insel. Und so ein schönes heißes Bad im Thermalwasser, das wird uns wahrscheinlich gut gefallen. Deswegen schauen wir uns das heute an. Viel Spaß im Norden von Evia. Thank you.
So, wir befinden uns auf dem Weg zu den Wasserfällen. Es ist ein schöner Weg hier. Was interessant ist, die ganzen Bäume stehen hier nur noch kahl da, weil scheinbar hat es hier im Sommer großflächig gebrannt. Also Wahnsinn, wie viel Schaden hier entstanden ist. Die ganzen Bäume auch da oben, alles Totholz, alles kaputt sozusagen. Hier sieht man es richtig krass. Hier ist nur noch Holzkohle übrig. Naja, mal gucken, wie es unten aussieht. Ja, die Folgen des Klimawandels haben kaum eine Region in den letzten Jahren so hart getroffen wie den Norden der Insel Euböa. Tendenz steigend. Griechenland kämpft seit einigen Jahren mit den schlimmsten Hitzewellen der Geschichte. Verheerende Waldbrände sind die Folge. Rauchschwaden der riesigen Brände trüben den Himmel bis weit auf die Halbinsel Peloponnes. Besonders schlimm hat es Griechenlands zweitgrößte Insel getroffen. Am 3. August 2021 brach genau hier das Feuer aus und zerstörte in den darauffolgenden Tagen mehr als 50.000 Hektar Wald und Grünflächen. Die Tiere der Bauern verbrannten zum Teil bei lebendigem Leib. Unter den Bränden hat nicht nur die Natur gelitten, auch große Teile der ohnehin schon schwachen Infrastruktur brachen zusammen. Dadurch blieben auch viele Touristen weg. Mehr als 1.000 Arbeitsplätze sind einer Studie zufolge durch die Brände verloren gegangen. 2022 kam es noch schlimmer, denn wieder war Euböa Schauort schwerer Waldbrände. Auf der Insel gibt es starke Winde. Überall entstehen deswegen gerade große Windkraftanlagen, denn Griechenland hat ehrgeizige Klimaziele. Aber die starken Winde befeuern auch die Waldbrände, die in der Folge nur schwer unter Kontrolle zu bringen sind. Ein neuer Sommer steht vor der Tür und die Aufräumarbeiten vom letzten Jahr sind überall noch in vollem Gange. Namensgeber des Klosters ist der Mönch und Priester David von Euböa, der sich nach einer Haftstrafe auf der Insel in einer Höhle im tiefen Wald niederließ. Schnell schlossen sich ihm Gefährten an. Für diese Gefolgschaft wollte David ein Kloster bauen, doch fehlten ihm dafür die finanziellen Mittel. Er reiste nach Russland, um Geld zu sammeln. Aus Angst, er könne auf dem Rückweg bestohlen werden, versteckte er das Geld in einem hohlen Baumstamm und warf diesen in einen Fluss. Auf wundersame Weise wurde genau dieser Baumstamm auf Euböa angeschwemmt.
Auch ließ David eine heilsame Quelle am Kloster entspringen. Das Grab Davids in seinem Kloster auf Euböa wurde Ziel vieler Pilger, die an ihm Heilung erfuhren von körperlichen, psychischen und spirituellen Erkrankungen. Edipsos ist ein einzigartiger Kurort im nördlichen Euböa und bietet seinen Besuchern weite Strände und eine der Hauptattraktionen der gesamten Insel, nämlich natürliche Thermalquellen. Die Thermalquellen haben therapeutische Wirkung bei Krankheiten wie zum Beispiel Arthritis, Migräne, chronischen gynäkologischen oder rheumatischen Erkrankungen. Boah, das ist richtig der Hammer, ne? Ja. Pass mal mit dem Finger rein. Ist es schlimm? Ist schon heiß, ja. Au! Und wie war's? Heiß. Du bist so heiß wie ein Vulkan. Jetzt fasse ich auch mal dran. Oh! Es ist wirklich heiß. Aber man hält's aus. Edipsos besitzt insgesamt mehr als 80 heiße Quellen mit Temperaturen zwischen 28 und 86 Grad Celsius. Die Geschichte von Edipsos beginnt in der Antike, denn der Kurort wird bereits in den Schriften von Strabo und Plutarch erwähnt. In dieser Zeit war Edipsos ein beliebter Erholungsort der römischen Kaiser und Generäle. Hadrian, Marc Aurel und der spätere Diktator Sulla ließen sich in den Thermalquellen behandeln und genossen das angenehme Klima und die lokale Küche des Kurorts. So, angeblich gibt es hier noch einen Badepool, da gehen wir gerade hin. Mal sehen, wie es da aussieht. Der gute Ruf von Edipsos und seine heißen Quellen förderten schließlich die Beliebtheit zu Beginn und Mitte des 20. Jahrhunderts. Eine ganze Reihe berühmter Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Winston Churchill, drückten Edipsos ihren Stempel auf und gründeten eine Urlaubstradition der Kur, Therapie und Erholung, die bis heute anhält.
total überrascht. Wir sind jetzt am Norden von Eubea. Hier waren übelst viele verlassene Häuser und nicht viel los. Dass jetzt hier überhaupt ein Fährboot steht, jetzt bin ich mal gespannt, ob die uns mitnehmen. Die überhaupt fährt? Wo ist denn hier die Einfahrt? Aber die ist gesperrt, die fährt doch nicht. So, wir haben uns jetzt mit den LKW-Fahrern unterhalten. Leider ist es so, dass die Fähre erst morgen früh fährt. Und da wir eher schon runter wollen von Eubea, obwohl es wunderschön war, keine Frage. Wir müssen. Aber wir müssen runter. Und wir haben nämlich noch einen kleinen Termin, sage ich jetzt mal. Deswegen fahren wir jetzt nach Chalkida, ne? Und von dort fahren wir dann wieder aufs griechische Festland. Wenn ihr uns bei Instagram folgt, dann wisst ihr es schon. Wir haben eine Hundemama adoptiert und kümmern uns um ihre Babys. Und während sie gerade ganz schlimm in den Wehen liegt, sie ist hochschwanger, hat sie bald niemanden mehr, der sich um sie kümmern kann. Und deswegen fahren wir jetzt gerade zurück auf den Peloponnes, um uns dieser Hundemama anzunehmen und uns ein bisschen um die ersten Tage, Lebenstage ihrer Babys zu kümmern. Jetzt noch über die einzige Brücke wieder von Eubea runter, weil die Fähren leider nicht mehr gefahren sind heute. Ja, was ich vor allen Dingen stark fand, waren diese sensationellen Strände hier. Es ist auf jeden Fall ein Ausflug wert. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und würden uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und beim nächsten Mal wieder einschaltet. Dann gibt es wahrscheinlich ein bisschen Hunde-Content. Mal sehen. Lasst euch überraschen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.